Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 10. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, das übereinstimmt auch mit Astronomie. Aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Horoskop. In diesem Bild sehen wir die 12 Lebensbereiche. Astrologisch nennt man das Häuser, aber damit komme ich persönlich nicht klar. Für mich sind das keine Häuser, sondern das ist ein Haus in verschiedenen Räumlichkeiten, in verschiedenen Lebensbereichen. So erleben wir als Ganzes. So verstehe ich Astrologie. Also ich werde auch in der Zukunft vermeiden, die Lebensbereiche als Häuser zu bezeichnen. Ich habe nur dort ausgelegt, die einzelnen Tierkreiszeichen, die besetzt sind. Natürlich, das ist der Zeitpunkt Sonnenaufgang. Und bei mir astrologisch beginnt den Tag nicht mit 0 Uhr, sondern so wie in Natur den Tag beginnt, das ist für mich Sonnenaufgang. Und so können wir das einordnen. Mit dieser Energie starten wir den Tag. Natürlich verschiebt sich das, so wie die Sonne bewegt sich. Das ist Helios, der Sonnenwagen, das steigt nach oben und dann erreicht die Mittagssonne und natürlich Sonnenuntergang. Also es dreht sich, dieses Bild dreht sich. Aber hier, diese Momentaufnahme, bildhaft, das ist der Moment, der Sonnenaufgang. Und mit dieser Energie starten wir den Tag. Und das beeinflusst natürlich sehr unseren Alltag. Und es ändert sich jeden Tag dieser Einfluss, diese Energie, weil das ist eine Bewegung. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf. Und in diesem Bereich haben wir den ersten Lebensbereich. Und das bedeutet, ich bin, ich nehme mich wahr. So bin ich. Das zeige ich nach außen. So bin ich wahrgenommen. Und dieses Bedürfnis haben die Skorpiongeborenen. Aber diese Skorpion-Energie wirkt uns auch etwas an unserer Persönlichkeit arbeiten. Es ist Transformation, mal unseren Gefühlen auch wahrnehmen, Angst loslassen und zu uns selbst stehen, das in Ausdruck bringen. Und hier befindet sich gerade die Sonne. Natürlich, das sind Monatsthemen. Nächsten Monat geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf. Und das ist Helios, der Sonnenwagen. Ich könnte sagen, das ist wie eine Lokomotive, wo die ganze Zug zieht. Und dann steigt alles nach oben. Mond befindet sich bei Sonnenaufgang noch im Schütze, aber übergeht im laufenden Tag in Tierkreiszeichen Steinbock. Ich setze den Mondeinfluss hier mal in die Mitte. Das ist ein Übergang. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Ich setze die Mars-Energie hier zum Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze die Merkur-Energie hier im ersten Lebensbereich. Jupiter befindet sich auch in Skorpion.
Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Uranus ist noch rückläufig. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und Pluto befindet sich auch im Schütze. Wir sehen die einzelnen Lebensbereiche. Und das ist die Energie, so wie der Tag beginnt bei Sonnenaufgang. Also wir sollen unserer Persönlichkeit achten, da fließt Energie. Dann auf unserem Werte stehen, um die Finanzen kümmern. Dann die Mond aktiviert nicht nur die Werte Finanzen, sondern übergeht in dritten Lebensbereich und das bedeutet Medien, Kommunikation, Schulungen, ein Austausch, Bewegung, kleine Reise, kleinere Veränderungen und die Verbindung zu unserer vertrauten Umgebung, Bekanntenkreis, Verwandten, Nachbarn. Es bewegt sich etwas, weil Mond aktiviert diesen Lebensbereich und wir brauchen die Basis, die Fundament, die Sicherheit, Stabilität. Hier im unteren Bereich, das ist der tiefste Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang und das symbolisiert auch unserem Zuhause. Und ein wichtiger Bereich ist noch die Arbeit. Die berufliche Situation und Gesundheit, das hängt zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und im geheimnisvollen Lebensbereich befindet sich die Liebesplanet Venus. Und das ist entweder eine geheime Liebe oder karmischen Begegnungen. In diesem Bereich ist auch Karma, also eine Begegnung im seelischen Ebenen oder in Verbindung in telepathischen Ebenen ist möglich. Die Verbindungen, Mars bewegt sich schneller als Neptun. Mars hat sich von dieser Verbindung gelöst, aber Neptun steht immer noch mit Sonne in Verbindung. Und das ist eine Herausforderung, eine Spannung. Sonne will Klarheit und Neptun ist alles so in die Schwebe, alles ist so verborgen. Was aber sehr gut ist bei dieser Verbindung, auch wenn das eine Herausforderung ist, das ist unsere Inspiration oder bildhaft etwas zeigen, vermitteln und so etwas klären. Dann kommt die Neptun-Energie in Wirkung. Wenn wir aber die Bedürfnis haben, etwas klar und deutlich erkennen, und das betrifft uns persönlich und betrifft auch unsere Wohnsituation oder etwas, was wir gegründet haben, oder die Boden, die feste Boden unter unseren Füßen, die Traditionen, etwas, was wir bewahren möchten, weil für uns das wertvoll ist, weil das gibt uns Halt im Leben. Da sind sehr viele Unklarheiten momentan. Und mit dieser Neptun-Energie, das ist alles noch so undurchschaubar. Uranus aktiviert die beiden Mondknoten. Einmal gibt die absteigende Mondknoten oder Ketu, die Drachenschwanz, symbolisiert die früheren Leben, alten karmischen Erinnerungen. Das ist im Steinbock. Und die aufsteigende Mondknoten oder Rahu, der Drachenkopf, befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist die Suche nach etwas, wo man das Gefühl hat, angekommen zu sein. Das Platz, das Leben oder eine wichtige Lebensaufgabe, die Schicksalsweg, dieser goldenen Weg. Das suchen gerade die Krebsgeborenen und die Tierkreiszeichen Krebs befindet sich im neunten Lebensbereich und das
bedeutet Ausland, eine große Reise, kann aber eine innere Reise sein. Und Uranus aktiviert eben beiden Knoten und hier haben karmischen Themen die Wiedergeborenen, die Steinbockgeborenen, die Krebsgeborenen und spiegelt etwas Venus auch in diesem geheimnisvollen Platz, wo auch karmischen Themen sind, da so indirekt sind auch die Waagegeborenen damit betroffen. Venus steht in einer guten Verbindung zum Jupiter. Die benachbarte Tierkreiszeichen geben die Unterstützung, kann auch die Liebe sein in vertrauter Umgebung, auch im Nachbarschein. Nachbarschaft natürlich trifft nicht jeden einzelnen Mensch, aber in einer oder anderen Fällen sogar ist es auch möglich. Die heutige Engel ist Engel Michael, hier in die Mitte nach Kabbalah, hat die Zahl 42, Engel, die Intuition, Vorahnung bringt, Ordnung, Klarheit in unserem Leben, schützt uns vor Unfällen, steht in Verbindung zum Saturn, steht in Verbindung zum Luftelement und steht in Verbindung zum Tierkreiszeichen Waage. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken.
Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.